Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um diese tolle Lenkradhalterung, die mir zur Verfügung gestellt wurde. Ich habe gesagt, ich teste das Ganze einfach mal und baue das einfach mal auf. Wevoa heißt die Firma. Das Ganze kostet unter 100 Euro. Und da habe ich gedacht, ich habe ja ein Lenkrad und sowas hier, habe es sonst immer am Schreibtisch festgemacht. Und warum soll man das nicht in eine schöne Halterung bringen? In meinem Fall habe ich die Halterung natürlich jetzt auch maximal niedrig eingestellt, damit ich hier in diesem Campingstuhl, der so ein bisschen... einfach so ein bisschen Rennsitz-Feeling mir bietet, habe ich so zumindest das Gefühl. Und dann kann man hier schön mit der VR-Brille oder halt vorne mit dem Beamer fahren. Wir werden natürlich gleich auch eine Runde auf der Nordschleife fahren. Und ich würde sagen, als allererstes gucken wir uns mal an, wie wir das Ganze aufgebaut haben. Da kann ich euch jetzt schon sagen, das war nicht ganz so einfach. Den Link hier zu dem Produkt findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und jetzt beginnen wir mit dem Aufbau. Ja, wir starten mit dem Aufbau und packen erstmal alles aus. Ihr seht, sehr, sehr viele Einzelteile waren dabei. Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, alles Mögliche mit dabei. Und ja, ich denke mal, man bekommt den Aufbau so circa in 30 Minuten hin, wenn man sich ranhält. Und es macht ja auch Spaß, abends ein bisschen zu basteln. Und genau das hat man hier. Am Ende habt ihr dann unten auch noch zwei Stellschrauben, die ihr lösen könnt, um das Ganze zusammenzuklappen und wieder aufstellen zu können. Beziehungsweise ihr könnt es dann zusammenklappen und irgendwo aufrecht oder liegend unterm Bett verstauen. So, liebe Freunde, der Aufbau ist geschafft. Ihr seht ihr das fertige Produkt. Also ihr könnt das Ganze jetzt in der Höhe hier noch verstellen, mit diesen Schrauben lösen. Dann könnt ihr das Ganze wieder ein bisschen rausziehen. Die Neigung des Bodens kann man verstellen über diese kleine Plastikschraube da. Ja, was ganz cool ist, dann haben wir natürlich noch jede Menge Schrauben hier übrig. Ich habe keine Ahnung wofür. Ich denke, die ganzen Schrauben sind nachher da, um das Pedal und das Lenkrad noch zusätzlich festzuschrauben. Ihr seht, hier sind überall Vorbohrungen, was auch ganz cool ist. Ich habe das Ding jetzt hier nochmal umgedreht. Ich hatte das bei der Montage andersrum gemacht. Hier sind so Verdickungen, da wird wahrscheinlich nachher dann das Lenkrad dran festgeschraubt. Und dann werde ich zusätzlich vielleicht nochmal hier vorne Schrauben reinmachen. Denn ich habe gerade festgestellt, das war mir vorher nicht bewusst, mein Logitech-Lenkrad hier hat tatsächlich hier auch überall Gewinde drin. Das scheint irgendwie, also ist mir vorher nie aufgefallen, scheint normal zu sein. Auch hier vorne haben wir Gewindestifte drin. Das heißt, da können wir dann nachher das Ganze noch ein bisschen... dem können wir dann nachher noch ein bisschen extra Festigkeit geben. Auch so vom Rutschfesten bin ich erstmal zufrieden. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das Ganze mit diesem Campingstuhl hier benutzen kann oder ob der ein bisschen zu niedrig ist, weil es fühlt sich schon sehr niedrig an. Aber ich werde das Ganze jetzt mal so montieren und dann fahren wir eine Runde, würde ich sagen. Ja, jetzt habt ihr schon ein bisschen was gesehen und ihr habt auch gesehen, der Aufbau war nicht ganz so einfach, die Anleitung nicht der Burner, aber das Ding steht, manche Schrauben sind vielleicht nicht da, wo sie hin sollen. Hier habe ich auf jeden Fall eine lange und eine kurze, das soll auf jeden Fall nicht so sein, aber am Ende fand ich es dann einfacher, das so ein bisschen nach Gefühl aufzubauen. Und ja, ansonsten bin ich eigentlich zufrieden, gerade mit diesen Anti-Rutschfüßen, also man kann hier wirklich komplett die Bremse durchlatschen, ohne dass irgendwas rutscht und auch so... ja, das Ganze wackelt natürlich so minimal hin und her. Es ist alles im Rahmen. Ein Riesenvorteil auch noch hier. Die ganzen Sachen sind also, hier sind überall Aussparungen und Metall. Das heißt, mein Lenkrad und Gaspedal konnte ich mit Schrauben wirklich fest fixieren. Das heißt, man muss hier irgendwie nicht irgendwas machen. Ich habe hier unten vier Schrauben drin, hier am Lenkrad. Vorne die zwei Klammern. Und hinten habe ich das Lenkrad dann noch mit zwei Schrauben fixiert. Das heißt, das ist wirklich bombenfest. Ihr könnt das ganze Gestell also am Lenkrad quasi auch tragen. Profi-Sim-Fahrer werde ich hiermit definitiv nicht werden. Aber für zu Hause ein bisschen Nordschleife, ein bisschen Formel 1 spielen, ist das hier wirklich super. Und auch für die Kids, die haben auch Spaß daran. Man kann das Ganze zusammenklappen und hat das immer an einem Ort, muss nicht immer das irgendwie aufbauen. Wer eine günstige Halterung für sein Lenkrad sucht, ist, denke ich mal, hier ganz gut aufgehoben. Das soll es mit dem Video gewesen sein. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Wir testen jetzt mal ein bisschen das Lenkrad bzw. den Lenkradständer hier im Keller und fahren auf einem Beamer. Erstmal Formel 1 und dann eine Runde Nordschleife. Auf geht's. Was passiert? Jawohl. Den habe ich direkt mal verkackt. Oh ne, oh, nee, da muss das Lenkrad umstellen.
Da habe ich natürlich jetzt hier ganz falsche Einstellungen gewählt. Weil eigentlich müsste man jetzt für diese Simulation das Lenkrad umstellen, dass das quasi schon ein Voreinschlag ist. Aber gucken wir einfach mal, ob wir so ein bisschen fahren können. Ist halt völlig unrealistisch, ne? Also die Formel 1 Fahrer hauen ja nicht ihr Lenkrad da so krass wie ich hier. Nee, oh, boah. Ich probier mal nochmal jetzt hier, gucken wir einfach mal. Ob man jetzt hier ein bisschen einen besseren Lenkeinschlag. Nee. Ah doch, jetzt ist besser. Ach komm schon. Diese Missgeburt fährt einfach vor mich. Ist aber auch krass, wie schnell das Spiel ist und ja. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Wahnsinn. Ist das schwer, das Spiel. So, auf geht's jetzt hier mal auf der Nordschleife. Also ich muss sagen, das Feeling ist schon so ein bisschen, als wäre man hier im Formel 1 Wagen, beziehungsweise mit dem Sitz. Boah. Ich habe natürlich hier die gegnerischen Wagen dementsprechend schwach ausgewählt, weil sonst habe ich gar keine Chance. Gerade hier auf der Strecke ist es einfach nur schwer. Boah. Ach komm schon. Ich bin tatsächlich hier letztens mit dem Fahrrad lang gefahren. Hat auch richtig gebockt. Hoppala. Ja, den haben wir rausgeschoben, würde ich sagen. Oh. Ich verstehe nicht so ganz hier, das Spiel heißt ja Assetto Corso hier. Den roten Pfeilen auf dem Boden. Ich kenne das nur so, dass wenn man was Rotes sieht, dass man zu schnell ist. Aber hier ist es ja irgendwie so. Das Gefühl immer rot in der Kurve. Da, jetzt wird es wieder rot. Ich krieg das gar nicht. Grün. Verändert sich die Farbe gar nicht. Das ist anscheinend statisch. Hier hätte er jetzt theoretisch rot sein müssen. Oh. Ja, hier ist er jetzt rot, obwohl wir so langsam sind. Ja, jetzt können wir hier ganzen Sciroccos oder was das ist. Die habe ich irgendwie auch noch damit beigetan. Machen aber auch gar keinen Platz. Boah!
fährt ja doppelt so gut im Rennen wie ich hier. Also um mal auf den eigentlichen Test hier zurückzukommen, mit dem Halter hier, das funktioniert jetzt wirklich super. Also ich muss sagen, genau so wie das Setup jetzt ist mit dem Campingstuhl, macht schon Laune, fühlt sich gut an. Das Lenker, das tippt top, also das hängt wirklich sowas von fest hier, wackelt nichts, stört überhaupt nicht. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist jetzt halt diese Höhe hoch durch den Campingstuhl. Ich müsste einen Ticken höher, weil ich habe jetzt mein Knie genau hier an der Befestigung vom Lenkrad. Boah, springt das Auto. Ich muss echt hier mit beiden Händen festhalten. Das Lenkrad hat so eine Kraft. Das hier ist auch so eine Hochgeschwindigkeitsstelle. Wenn man beim 24-Stunden-Rennen nachts da steht und die Autos kommen vorbei, das ist geisteskrank. Ja, hier fährt man übrigens mit dem Fahrrad drauf und hier rechts kommt jetzt auch die neue Tankstelle hin, wie ich gehört habe. Da kann man dann auf die Strecke fahren und quasi eine Pause auf der Strecke machen. Oh, ey, das gibt's nicht. Aber jetzt sind wir quasi schon auf der Runde. Aber das Bild müsste jetzt hier aus meiner Sicht, ich habe Feier hier auf dem Beamer vor mir, müsste ein Ticken tiefer, das wäre schon schön, aber ich gucke so leicht nach oben. Ist irgendwie unschön. Wieder auf Anfahrtbrünnchen. Das heißt, jetzt hier wieder ein bisschen bremsen, dann kommen wir hier runter und jetzt, das ist hier so der Hauptspot. Schön hier rüber so und hier fliegen die meisten immer ab und zwar genau in dieser Kurve. Was heißt die meisten? Viele sind halt übermütig und fliegen hier raus. Nicht so wie ich als alter Profi-Rennfahrer. Gar kein Problem hier lang, links, rechts und zack, Vollgas wieder. Komm, das schaffen wir hier. Oh no. Ah, jetzt kommt noch wieder der Bodenwelle. Oh, yeah, yeah. Oh ja, komm, den habe ich gut gerettet.